うちの部屋の天井から水が漏れてんですけど。まあ建物自体はだいぶ古いですから。今日はどなたが迎えに来てくれるんですか。離婚なさったそうですね。そういう家庭の子供にはよくあることなので。今日はお父さんが迎えに来てくれるって。ママは母親がこの子を置いて急に家を出て行ってるんじゃありませんか。2年前に女の子が行方不明だった事件。かわいいミスコちゃん。このぐらい水の底から정말 물어보고 싶은 게 있는데 말이요. 그 새끼들 찾으면 어쩔 생각이야? 죽여야죠. 좋은 유괴가 있고 나쁜 유괴가 있어. 좋은 유괴는 부모의 협조가 필수적이지. 경찰이 신고를 하니까 아이가 죽는 일이 생기는 거야. 나름대로 착하게 살았다고 생각합니다. 근데 왜? 도대체 왜 날? 20, Identität unbekannt. Wollte nachts um 2:30 nackt über eine Kreuzung. Zeigen? Aber wir haben Fingerabdruck von dem Typ, der ihr ans Leder wollte. Abdruck? Nach dem Feuer? Woher? Vom Finger. Wir haben den Finger identifiziert. Gehört zu einem gewissen Norbert Günzel. Vorstrafen wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Was begann wie ein gewöhnlicher Mordfall, entwickelt sich zu einem grausamen Albtraum. Der Höhepunkt der Tattoo-Kunst. Vielleicht der Kunst überhaupt. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht was über Lins Tattoo erzählen könnten. Der Künstler war ein japanischer Meister im klassischen Stil. Hiromitsu. Er hat nur 12 Tattoos geschaffen. Hier ist das von Lin. Nummer 3. Lin Wilson habe ich. Ich brauche die anderen 11 Träger von Hiromitsu. Und die sind alle als tot oder vermisst gemeldet? Zwei Männer jagen einen kaltblütigen Serienkiller. Sie tauchen ein in eine mysteriöse Welt. Ich verkaufe meine Tattoos. Was sie entdecken, übersteigt die Grenzen jeglicher Vorstellungskraft. Bleib hier stehen! Zugriff! Zugriff!